Patrick, deine Eltern gucken heute zu, ne? Die fragen sich doch auch, wenn die dich spielen sehen, warum haben wir damals den Storch nicht mit Steinen beschmissen? Bundesliga ist gestartet und im Meisterschaftskampf ist jetzt schon wieder so viel Spannung drin wie in einem Verlängerungskabel. Immer diese Sprüche, ja, die Mannschaft muss ich erst noch finden. Ein Spiel im Training verstecken. Ganz ehrlich, hat der Glasner auch gemacht, so motiviert wie die waren. Ne? Hat er der ganzen Mannschaft die Augen verbunden im letzten Training und der einen Hälfte hat einen Kochlöffel in die Hand gedrückt, hat gesagt, wir spielen Topschlagen. Und der anderen Hälfte hat er keinen Kochlöffel in die Hand gedrückt, hat gesagt, wir spielen Verstecken. Gut geklappt, 1:6, da sagt der Glasner, das war so ein richtiger Nackenschlag. Nee, das war das komplette Nackenkotelett-Grillangebot vom Metzger, was dir einmal durchs Gesicht gezogen wurde. Und was ab? Supercup gegen Madrid? Da gewinnen die. In Finnland spielen die. Bei Sonnenuntergang, also Helsinki. Ja, für den Glasner habe ich noch einen Spruch. Kurz bevor es rausgeht, sagst du zu deinen Spielern, Männer, denkt dran, die guten Leoparden, die kommen in den Himmel. Und die bösen auf die Leggings. Jetzt geht raus und holt euch das Ding. Hermann, für dich gibt's demnächst Schokoriegel Mix Maxi mit einem 500 Gramm Knoppers. So Männer, der menschliche Körper besteht zu 70% aus Wasser. Im Prinzip sind wir Gurken mit Gefühle. Wobei ich mich frage, wo habt ihr denn Gefühl? Weder hier, hier, noch hier. Ja, und der BVB holt Modest vom 1. FC Köln. Ne? So eine Art Panikkauf. Panikkäufe mache ich ja nur, wenn bei uns im Vereinsheim im Stress die Gitte ruft, letzte Runde. Der Baumgart voll sauer, ne? So ein Wechsel muss unterm Deckel gehalten werden. Alles, was wichtig ist, das schreibe ich immer auf den Deckel. Da meinte der Baumgart, schwierige Situation für die komplette Mannschaft, wenn das 4 Stunden vorm Spiel rauskommt. Baumgart, soll ich dir mal was sagen? Ich bin froh, wenn eine halbe Stunde vorm Spiel überhaupt jemand aus der Kabine kommt. Bei Modest fehlt jetzt nur noch der Medizincheck. Ich habe ein bisschen Angst, dass der beim Sehtest Folgendes macht. Ich sehe alles. Andi, kommst du noch mal mit Adiletten zum Spiel? 59 Euro in der Mannschaftskasse wegen Sandalismus. Ja, und bei der Hertha sehe ich schon wieder schwarz. Also nicht Sandro Schwarz auf dem Trainerstuhl. Wobei jetzt eine Zeitung getitelt hat, Sandro Schwarz sitzt fest im Sattel. Na, am ersten Spieltag. Glückwunsch. Das habe ich noch nicht mal geschafft nach unserer 1:9 Auftaktniederlage. Guckst du morgens als Hertha-Fan mittlerweile in den Spiegel, da denkst du, Morgengrauen. Hat aber auch eine ganz andere Bedeutung. Alte Försterei, ne? Das Führungsduo Hertha, Bernstein, Bobic kam zu spät, angeblich wegen Stau. Nee. Die hatten noch einen Termin bei Felix Magath. Ganz ehrlich, wäre ich Hertha-Trainer, ich hätte jetzt schon umgestellt. Unten ohne Taktik. Hosen aus. Freilaufen lassen. Na ja, Mann, es ist nicht die Waschmaschine, die dein T-Shirt einlaufen lässt, sondern der Kühlschrank. Ja, und bei RB Leipzig ist es wie bei RTL. Wir holen Sachen zurück und gucken einfach mal, wie es läuft. Wobei, bei Timo Werner kannst du wirklich sagen, der Preis ist heiß. 20 Millionen Euro, ne? Da hat der Körnerpapagei Tuchel bestimmt in Leipzig angerufen und hat gesagt, 23 Treffer, 89 Spielen, die Scheiße kannst du zurückhaben. Diagnose, Torschusspanik. Stefan, werd doch Handwerker. Du denkst doch wirklich, das beste Werkzeug, ne, hängt unterm Vordach. In Gladbach hat hier Trainerwechsel bezahlt gemacht. Ne? Das ist, alte Spieler werden neu motiviert. In Gladbach haben die Gegner vom gleichen Angst, wie wenn ich mit 2 Promille aus der Kneipe renne, ne? Vom Türrahmen. Boah, Leute, der war so schlecht, ne? Mein Hermann, letztens beim Arzt nach dem Spiel, der Arzt, Knie kaputt. Der Hermann und jetzt hilft nur noch Aufschnittplatte, ne? OP-Tisch. Kevin! Boah, der ist so hohl. Sein Chef letztens, woher kommen denn die Lücken im Lebenslauf? Und der Kevin, ja, habe ich mit der Leertaste gemacht. Wenn die dich heute auf dem Platz sehen, da fragen die dich doch auf. Fragen die dich, sie dich. Wenn die dich heute auf dem Platz sehen, dann denken die doch auf. Oder wenn deine Eltern dich heute sehen auf dem Platz, dann fragen die dich doch bei der. Die sich doch bei. Ja, Bundesliga ist wieder gespart. Männer, denkt dran. Die guten Leoparden kommen in den Himmel. Und die bösen auf die Leggings. Und jetzt. Hermann! Für dich gibt's demnächst Schokoriegel Mix Maxi mit einem 500 Gramm Knoppers. Boah, Leute, der war so schlecht, ne? Mein Hermann war letztens beim Arzt, der Arzt Knie kaputt. Und der Hermann, ja, was jetzt? Jetzt hilft nur noch Aufschlüpfen. Scheiße. Kevin! Boah, der ist so hohl. Sein Chef letztens, woher kommen denn die Lücken? Nochmal.